Diese Seidenfabrik in Nordkoreas Hauptstadt Pyongyang ist beliebtes Vorführobjekt für ausländische Journalisten. Glaubt man den offiziellen Angaben, werden hier wahre Wunder vollbracht. Bei Seide gibt es verschiedene Qualitätsstufen von A bis 5. International ist bei 5 Schluss. Aber unsere Fabrik hat es geschafft, Stufe 7 zu erreichen. Die Fabrik ist Teil der staatlich verordneten Planwirtschaft. Schließlich ist Nordkorea ein sozialistisches Land. Doch in den letzten Jahren hat es einige Reformen gegeben. In Pyongyang sieht man heute viele Taxis und inzwischen auch Handys. In den staatlichen Läden gibt es Importware. Die nordkoreanische Regierung ist sich der Situation sehr wohl bewusst und hat die Öffnung von Schwarzmärkten bis zu einem gewissen Grad erlaubt, um dem Volk entgegenzukommen. Doch die zaghaften Reformen könnten schon bald obsolet sein. Wegen eines Raketentests nimmt China derzeit keine nordkoreanische Kohle mehr ab. Damit ist auch die wichtigste Einnahmequelle Pyongyangs weggefallen.